Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Torlagels will einfach nur spielen, der Chaos-Truppe, Swissly, Skyhawk und Swissly, Skyhawk, Ja, Bulle? das war's. Uwan? Irgendwer? Urlaub. Ah, Urlaub, ja, da war ja was. Ja, dann. Wir buddeln uns ein neues Loch, aber diesmal etwas besser als beim letzten Mal. Swissly, hast du noch zufälligerweise so ein kleines, einfaches Reparaturkit, sonst holt sich gerade so ein Baum um? Ich habe keines mehr. Alles verbraucht. Okay. Dann, hallo? Ja. Nee, nicht du. Mein Rechner wollte gerade nicht. Ich Kannst muss. du, wer kann die Quest annehmen? Ich? Okay. Kommst du mal in die Nähe? Ich wollte gerade noch einen Baum wegen dem Harz umharzen. Ja. Aber. Aber dann können wir in der Zwischenzeit schon buddeln. Ja, aber dann kommen Gegner her. Wandelnde EP. Auch wahr. Herstellen. Noch ist keiner da. Es macht Klingling und dann. Ich mache gleich meinen Ausgang. Oh, der Zeiger wird mir hier in die Richtung angezeigt, wo ich jetzt buddel. Oder? Nee. Nee, wenn du drin stehst, dann ist es in alle Richtungen. Doofe Frage, wie repariere ich nochmal mit dem primitiven Reparatursatz? Werkzeuge auswählen. Achtung, da kommen sie. Da kommen viele. Ich gehe mal auf. Ja. Hallo? Okay. Also Reparatursatz auswählen und dann Nee, das Werkzeug auswählen, das dann Werkzeug auswählen. reparieren. Du hast nicht die erforderlichen Materialien. Dann halt nicht. Da kommt die nächste Tante. Du kannst nur Stein- und Holzwerkzeuge damit reparieren. Okay. Sorry, mein Fehler. Aber meine Schaufel ist gleich durch, dann brauche ich so ein Kit. Und die teuren können wir leider immer noch nicht herstellen. Ja. Aber das wird auch noch. Ja, denke ich auch. Was habe ich denn da drauf? Entenschnabel, okay. Kann ich schon mal das Kit haben? Dankeschön. Bitte schön, du näherst dich dem Schatz. Kommt Kein, nichts weiter. keine Gegner. Schatz. Precious. Was buddelt. Ja, mein Schatz. Mein Schatz. Nochmal, Ich höre bitte. gerade was mit Gesicht kommen. Hallo Kevin.
Gut. Wie sieht's aus vom Kreis? Ja, der ist ja noch riesig. Falsche Richtung. Schick dir jetzt dann gleich einen Nazgul vorbei. Who are you gonna call? Ghostbusters! Moment, der Zauberstab liegt da hinten. Wie hieß der Zauber für das Licht? Zu lang her. Alter on. Du näherst sie. Oh! Wieso kämpft die denn mit dem Baum? Eine grüne. Man merkt, Sky will auch endlich mal wieder Waffen benutzen, die so Krach machen. Zwei Wellen? Ich habe weiter geblutet. Der stand noch mal auf. Was sagtest du? Ich habe weiter gebuddelt in der Zeit, wo Ach ihr die so. erste gemacht habt. Okay. Welche Richtung zeigt er jetzt? Ein Königreich für einen Erdbohrer oder einen Presslufthammer. Oder ein Bobcat. Müsste man noch einfügen. Ist kleiner geworden. Noch haben wir keinen Besuch. Und weiter. Ich habe das so das Gefühl, dass die Mitte hier unter meinen Füßen bald Ich ist. habe ihn. Sehr gut. Da unten ist er. Ja, dann erste Person mal aufnehmen. Ich mache auf. Passiert nichts. Doch, da kommen sie. Ich Ja, höre noch Swiss. einen. Habe ich. Da hinten. Dann gehe ich jetzt runter. Jupp. Ja. Das war eine Schreierin. War. Ja, Waffenlärm zieht auch eine Schreierin an. Ist okay. Schroti ist leer, ich habe keine Moon mehr dafür. Ich glaube, das waren 36 Schuss.
So, dann hätten wir jetzt noch Zurück zum Händler. Die andere den. Quest ist auf der anderen Seite. Oh. Okay. Diese Richtung Südost. Okay. Können wir mal schon schnell ausladen gehen? Da steht noch ein Auto. Und was ist mit dem Grünen von vorhin? Ich nehme das da. Tut mir zwar weh, so etwas abzubauen. Ja, aber vielleicht ist da ja mal ein Zahnrad oder zwei drin. Ein Autorad. Fehlen noch zwei. Okay, ein Automotor ohne Batterie. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Schmeiß rüber. Ich habe noch Moment. 14 Kilo übrig. Den Lehm braucht man nicht, oder? Müssen wir später wieder farmen. Es ist einfach. Bitteschön. Danke. Den kann ich nehmen. Nee, kann ich nicht nehmen. So, ich bin jetzt etwas überladen. So, mal schnell zum Händler abgeben, dann nach Hause ausladen. Jawohl. Dann können wir weiter. Ja, zwei Quests in einer Folge. Das schaffen wir. Hey ho, hey ho. So, nicht zu so knapp hier an dem Stacheldraht vorbei, sonst weiß ich wieder, was passiert. Du machst Aua. Sky, kannst du Doppeltaschen für Kleidung? Nein, noch nicht. Okay. Ich habe das Rezept genommen. Das war's, eine einzige. Okay. Was Swissly, hat willst der du die Typ? Kohle haben? Gibt es irgendwas Gutes zu kaufen? I really admire you, friend. And that's why Bei dem hopefully hier I'll find somebody nicht. else. Oh. Aber fünf Riesen, vergiss es. I could really Lederbein, use Schienen, you, leichte friend, no Rüstung matter in what. Lila, I'm also grateful Stufe for B. everything you've done. Ne, der hat nichts Gescheites. Swissly hier. Ich gebe dir mal alles an Kohle. Thank you, Survivor. Check back soon. Danke. Get new merchandise Ist halt daily. meins auch dabei, weil im Moment macht ja noch keinen Sinn, dass jeder für sich irgendwie spart. Oder? Nee. Also, dann gehe ich mal ausladen. Zahnräder, 5 Stück. Kannst sie kaufen? Hab ich. Gewichtheben-Skill has improved to 7. Der hätte ein lila Jagdgewehr. Ein lila was? Ein lila Jagdgewehr. Oh. Costa? 9. 5. 9K? Ja, das ist die Schrottversion vom Jagdgewehr. Na, dann wollen wir es nicht. Nee, also ein normales Jagdgewehr steht dort.
Gibt hier noch, ne? Weiß gerade nicht, wie das Ding heißt. Systems. Maybe next time. Happy travel. Das von Steyr mit den drei Buchstaben. Ist geil. Wo ich denn da Plastik zu? Ja, den habe ich schon. Okay, dann scrappen. Also einmal zerlegen, gut. Ja. Die Forschungsdaten, oder? Ja, 50 Stück. Ui. Der 92 Schuss muss dann für die Aktion reichen. Mache ich ein andermal. Gut. Dann 20 Stahlplatten, Eisenplatten. Der Schmiede läuft den Schraubenschlüssel durch. Juhu, wie lange braucht er? Sollte gleich fertig sein. Ob der Kameramann den haben? Mir raus. Also zwei Räder. Das ist Schrott. Sag doch sowas nicht, das tut ihm auch weh. Ja. Oh, da kommt mir eine kranke Schwester entgegen. Oh, die macht Freudensprünge. Rückwärts. Das hat sie so erschöpft, dass sie jetzt einfach liegt. Hey, da sind noch zwei. Er hat sich bewegt, das war unfair. So, wieder geleert. Dann was ist das? Säubern. Sehr gut. Ich habe auch noch eine für euch. Okay. Moment, kann ich gleich annehmen? Jetzt will er mit mir spielen, jetzt wo ich nicht mehr will. Wo hat der denn den Pfeil da hängen? Das tut auch weh. Solange es ihm weh tut. Was willst denn du, Olle? Die wollt bei mir einen Termin buchen. So, ja, was ist jetzt? Chirurgen. Ja. Das Auto ist hinterm Zaun, da komme ich nicht dran. Aber hier stehen ganz viele Autowracks. Swissly? Ja, aber keine Räder dran. Das heißt, es bringt nichts, die zu zerlegen? Nee. Versuch's trotzdem. Da hinten stehe mit Rädern. Komme gleich. Wollte nur mal gucken, was denn da so weit rumkommt. So, wo stehen Räder? Hier hinten. Und Doggy. Das war ein Doggy. Da hinten steht noch ein Hund, Achtung. Ich sehe ihn. Jetzt nicht mehr. Also, beide Autos zerlegen.
Yep, aber erst looten. Ich nehme den Weißen. Eine Blechbüchse. Really? Ich höre Besuch. Ich glaube, langsam Zahnräder gibt es nicht aus Autos. Ja, da kommt ein Kevin. Ein Motor, eine Bleibatterie, Kugellager. Und überladen, hä? Reden wir nicht drüber. Hier sind, können wir den auch noch wegnehmen. Ein Autorad habe ich auch noch bekommen. Gut, dann fehlt nur noch eins. Dann haben wir 800 Punkte gespart. Sehr gut. Weiß nicht, hier in dem Autoparts ist irgendwo was Brauchbares dabei. Verdammte Hacke. So, um wie viel Kilo bin ich überladen? 148 von 117 möglichen. Aber ich hatte doch ein Level-Up. Warte kurz. Ich hatte doch ein Level-Up. Aber eigentlich müsste ich das Level-Up ja in was anderes reinstecken. So, jetzt kann ich besser laufen. Jetzt kann ich nämlich schon 137. Das heißt, ich bin um 12 Kilo überladen. Bringen wir den Scheiß gerade zurück. Und habe auch noch einen Motor. So, jetzt geht's. Ja, dann kurz zurück. Ja, so kommen wir nicht weit. Hast du gerade etwa Hühnchen abgeschlachtet? Okay. Ja, genau, ein paar Federn und ich bin überladen. Meist raus. Nee, geht schon. Wie war ja, das? Gleich zu Hause. Kilo Federn oder Kilo Blei, was ist schwerer, ne? Ja, aber es waren drei Federn. Ach ja. Wofür braucht man nochmal dringend ein Fahrzeug zum Umziehen vor der nächsten Horde-Nacht, richtig? Ja, das wird schwierig. Ich befürchte, die nächste werden wir noch hier verbringen. Drei Autoräder, sehr schön. Wieder leer. Na komm her, Kevin. Oh. Ja. Bein verstaucht. Nein. Ja, man sollte nicht von der Leiter runter mit Anlauf, dann überspringt er die Treppe. Oh. Ah ja, 10 Minuten. Oh. Gibt's da nichts von Ratiofarm? Die sind vor 100 Alu-Creme. Jahren bankrott gegangen. Ja. Hey, da ist ein Biker. Ja, den machen wir doch zu dritt, oder? Ja, und das Auto, was da in der Garage steht, das lacht mich an. Hey, Räder. Nee, hat keine Räder. Entschuldigung. Dann weiter. Jupp. Genau, wir machen jetzt die Mission, lassen uns von nichts ablenken. Haha. Auf der anderen Seite steht ein Van mit Rädern. Ich sehe es. Na, da steht noch Auf ein dem Van mit Rückweg. Rädern. Auf dem Rückweg. Da Jawohl. steht. Hey, hier sind auch Räder.
Und ein Generator. Und hier war letztens ein Hund. Ja, hier steht eine Hundehütte. Das ist das Militärgelände, hä? Okay. Ja. Da kommt uns was entgegen. Kommt, Mama. Ja, dann würde ich doch sagen, ist das doch ein prima Ding für die nächste Folge, weil ich sehe, wir sind bei 26 Minuten. Und ich befürchte, das schaffen wir nicht so innerhalb von einer Minute auf zwei dadurch. Der wird ein bisschen länger dauern. Komm mal, jetzt bin ich wieder auf 10 Minuten. Really? Ja, jedes Mal, wenn ich renne, geht die Zeit nach oben von der Verstauchung. Oh. Oh, guck mal, Hühnchen. Ja, dann sage ich... Mir jetzt nicht nach. Ja, danke fürs Zusehen und beim nächsten Mal geht's da rein. Macht's gut. Ciao. Bye, bye. Ciao.